Vor ein paar Wochen hat mein altes Mainboard nach 5 Jahren Dienst den Geist aufgegeben. Ein einfacher Tausch war nicht mehr sinnvoll, ein Upgrade die bessere Entscheidung. Fast wäre es wieder nur ein Quad-Core von Intel geworden, denn Intels 8-Kerne sind verdammt teuer. Doch dann kam Ryzen. Für ein Video-Editing-Setup mehr als vielversprechend. Willkommen zu Codename Zoe. Darf ich vorstellen, das ist Zoe. Ausgestattet mit dem AMD Ryzen 1700, 32 GB Vengeance DDR4 RAM von Corsair und frischem SSD-Speicher sollte sie für die nächsten Jahre genug Leistung für den Videoschnitt bieten. Meine alte GTX 770 bleibt im System noch erhalten. Und da der Fokus hier nicht auf Gaming, sondern auf Videoschnitt und Entwicklung liegt, reicht die Karte als Unterstützung momentan aus. Bei einem Neubau würde ich zu einer GTX 1060 als günstigen Einstieg raten. Die genauen Daten vom neuen, aber auch vom alten System findet ihr natürlich im Blog, verlinkt unten in der Videobeschreibung oder oben auf dem i. Beim ersten Test war noch alles gut. Doch nach einem versuchten BIOS-Update mit der ASUS-Software hat es das BIOS dann zerlegt. Super, also erstmal ein paar Stunden mit Fehler- und Lösungssuche verbringen, weil dokumentiert ist ja heutzutage gar nichts mehr. Nicht einmal die Fehlercodes. Wobei die Lösung eigentlich ganz einfach ist. Die richtige BIOS-Version mit einem bestimmten Namen auf einen als FAT32 formatierten USB-Stick kopieren, anstöpseln und beim Booten repariert sich das BIOS dann selbst. Nicht schlecht. Ich schreibe dazu am besten mal einen extra Blog-Eintrag. Ist das endlich geschafft, wird es Zeit für einen Leistungstest. Einzelne Benchmarks gibt es an dieser Stelle aber nicht, da sie für mich nicht wirklich aussagekräftig sind. Interessanter ist da schon ein direkter Vergleich im Schnittprogramm und beim Videoexport. Dazu werde ich testweise 2 vergangene Videos exportieren. Einerseits natürlich mit Zoe, andererseits auf meinem Laptop, dem Lenovo Y50. Der hatte mich mit seiner Leistung doch überrascht und ist relativ vergleichbar mit meinem alten System. Beide Videos werden in 1080p mit 30 Bildern die Sekunde und variabler Bitrate von 22 Megabit exportiert. Das erste Video ist meine Diskussion mit Google Home. Ein kurzes, einfaches 2 Minuten 49 Video mit ein wenig Farbkorrektur und meinen Standard-Videoelementen für Intro und Co. Nichts Kompliziertes also und die meisten meiner aktuellen Videos sind genauso bearbeitet. Trotz alter Grafikkarte exportiert Zoe das Video in Echtzeit und beginnt nach 2 Minuten 49 mit dem Speichern. Mehr kann man sich kaum wünschen. Der Laptop braucht bis zum Schreiben der Datei etwa 4,5 Minuten. Deutlich länger also, aber bei weitem kein schlechtes Ergebnis und gefühlt auch nicht langsam oder nervig. Das zweite Video, mein Vergleich von Vlog-Kameras, ist schon ein wenig anspruchsvoller. Es ist mit 4 Minuten 44 zwar auch eher kurz, beinhaltet dafür aber diverse Warp-Stabilizer, Farbkorrekturen, Weichzeichner und Übergänge. Klar dominiert Zoe auch hier. Nach fast 6 Minuten ist der Export fertig und das Schreiben der Datei beginnt. Der Laptop lässt sich für den Export immerhin 9,5 Minuten Zeit. Ich denke, mit diesem System kann ich erstmal zufrieden sein. Gegenüber dem Laptop und damit auch in etwa meinem alten System ist Zoe 35% schneller. Für die nächsten Jahre und Videoprojekte ist sie also gut gewappnet. War ja immerhin auch teuer genug. Ich räume dann mal den Schreibtisch wieder um und während Zoe sich um die Verarbeitung von diesem Video kümmert, könnt ihr ja oben links auf Abonnieren klicken, um keine weiteren Technikvideos mehr zu verpassen. Oder ihr schaut euch hier unten noch 2 ältere Videos von mir an. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao.